sagen, die zweite Runde komplett. Und dann kann man schon eher mal Vergleiche ziehen. Und der nächste Reiter, den wir hier sehen, der geht für Spanien an den Start. Bei M 69,6 und bei B 70,5%. Das würde entsprechend 70,82% oder 1770,5%. Das ist der dritte Platz. Damit haben wir zweimal Deutschland in Führung und dann zweimal die Vereinigten Staaten. Sieht also sehr. Die Glocke. Jetzt aber volle Konzentration für Spanien. Bei der Chefrichterin. Erst dann geht's los und wenn die Glocke geläutet hat, dann dürfen die Reiter noch 45 Sekunden sich Zeit lassen, aber dann müssen sie anfangen. Da ist er, der zweite Reiter für Spanien, Claudio Castilla Ruiz. Und er sitzt im Sattel von Alcaide. Zehnjährig ist er, ein Lusitano von Lobito gezogen aus einer novilleren Mutter. Und er ist im Besitz seines Reiters. Claudio Castilla hat schon ein bisschen Erfahrung im Sattel. Er ist 32 und war schon bei den Weltreiterspielen in Kentucky, in Lexington dabei, nämlich 2010. Damals noch im Sattel von Jade D. Nicht schön beim Rauskommen, dieses Doppelfußen da hinten, diese kleine Unsicherheit. Ja, das sieht man schon. Das liegt ihm im Blut, auch wenn er das vielleicht noch nicht mit der allerletzten Sicherheit hier heute teilweise präsentieren kann. Aber die Passage, da hat er schon ganz, ganz viel Ausdruck. Und vor allem, das sieht man einfach, das macht ihm auch Spaß. Ne? Das kommt diesen Pferden entgegen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht nur vom Ablauf her, sondern auch von der Mentalität her und den Spaniern ja nun auch. Zumindest aus der Historie betrachtet. Guck mal. Ganz sicher, ganz eifrig die Zweierwechsel. Das macht er, glaube ich, gerade richtig und wird hier auch genau beobachtet.
dass er den Galopp so ein Tick wieder aufnimmt nach dem Wechsel. Etwas ruhiger. Sie neigen ja doch vielleicht zu einem sehr schnellen Ablauf. Da ram, statt diese bedeutungsvoll großen Durchsprung zu zeigen. Das macht er, glaube ich, hier genau optimal, dass er das Tempo dann nicht so hoch wählt, um so dem Galoppsprung mehr Bedeutung beizumessen. Gar nicht schlecht hier, auf einem ganz sicheren Level unterwegs, die Galoppsprünge wirklich immer wieder sortierend, hätte ich fast gesagt, also immer wieder ein bisschen zurückführend, die einer Wechsel. Okay. Ja, da hätte er ruhig sich so einen Tick noch mehr um Last bemühen dürfen. Guck mal, er macht das immer wieder gut, holt ihn zurück vor der Pirouette, gibt ihm wieder die Ruhe. Macht er doch wirklich schön. Vorhand, so wie man sich das vorstellt, bis der Unterarm, der natürlich keiner ist, parallel zum Boden. Da bleibt er eben auch schön mit dem Genick da vorne oben vor sich. Ja, sehen Sie, und da ist immer noch so eine ganz kleine Unsicherheit, dann gerade so in den Übergängen. Aber ja, da kriegt er in der Passage auch mal die Acht und in der Piaffe. Das ist genau das Ziel. Ich denke, da müssen die beiden auch unbedingt hin und da sind sie auch auf einem guten Weg. Al-Kaid, er ist ja auch erst 10, dieser Lusitano. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Und er wurde uns vorgestellt von Claudio Castilla Ruiz. Endergebnis von 70,84%, ein Tausendstel. So, Charlotte Joost, 70,84. Das ist ihr Ergebnis. We have a little correction for the result from Charlotte Joost, representing the United States of America. At age now we have 7.6%. So the confirmed final score is 70.84%, 1,771 points, and that's going to the third place. Dänemark kommt der nächste Bewerber mit 2 Daniel Bachmann Andersen. Blue Horse Loxane bringt er uns mit. Ein Pferd, was in diesem Jahr hier bei Horses and Dreams im April schon zweiten platziert, das einfach nicht Stadion verlassen konnte. Vor wenigen Wochen dann noch siegreich in Odense. Sana ist 30 Jahre alt, Oldenburg international eingetragen, stand ab von Diamond Hill. So, und wir haben sein Ergebnis, 68,98. Ja, und jetzt gucken Sie sich nochmal diese abfußende Hinterhand an. Das ist schon enorm. Sie sehen aber zwischendurch, das waren immer nur so kleine Momente, hat die Hinterhand nicht ganz optimal mit der Vorhand zusammengearbeitet. Aber ich bin sicher, da brauchen die beiden vielleicht noch ein halbes Jahr und dann wird das richtig spektakulär. Er ist erst 10. Aber 68,98, das ist ja wirklich ein Ergebnis und immerhin, jetzt haben die Schwane hier schon 2 gute Runden mit 68 vorm Komma stehen. 69% even at B70.4, so the total score would be 68.98, 1724.5 points. Jetzt Daniel Bachmann, das nächste Paar.
Es ist das zweite Paar für Dänemark und im Sattel sitzt da.